Willkommen zur Bürgerwoche und heute mit dem ersten Burger. Ich mache es euch heute nicht so schwer. Wir fangen mit einem kleinen Cheeseburger an. Und das ist das Ding. Wenn ihr wissen wollt, wie wir den gemacht haben, wartet einfach das Intro ab und schaut weiter. So, fangen wir mit den Zutaten an. Wir haben hier natürlich Eisbergsalat, ein bisschen Käse vorneweg, wieder den Allgäuer, dann haben wir noch ein bisschen Bacon da hinten drin, Tomatenscheiben dürfen auch nicht fehlen, rote Zwiebel habe ich hier genommen, ein bisschen Gurke, reines Rinderhack für die Patties, unsere Burger Buns und ein bisschen Burgersoße. Ja, als kleine Info, die Soße hier, die habe ich natürlich selber gemacht. Da ist jetzt drin ein bisschen Worcestersoße. Manchen wird es nicht gefallen, aber es ist nichts Schlimmes da dran. Es ist nicht wie Maggi, es ist einfach Worcestersoße. Ich weiß nicht, was ist jetzt Worcestersoße, Worcestersoße, Wurster. Wurster, da ist es Wurst, ne? Auf jeden Fall haben wir die selber gemacht. Da ist Honig drin, Mayonnaise, Ketchup, Worcestersoße, Zitronensaft. Was hat hier noch drin? Genau, Sambal Oleg habe ich auch noch ein bisschen drin. Und ein bisschen Senf. Ja, das habe ich alles zusammengemixt. Die genaue Rezeptur, die werde ich euch in einem anderen Video mal geben. Und die Burger Patties, die habe ich aus reinem Rinderhack gemacht. Jetzt hat ein so ein Patty 150 Gramm. Ich habe die rein nur mit Salz und Pfeffer gewürzt, weil den anderen Geschmack von Burger, den holen wir auch durch die anderen Zutaten. Wir gehen jetzt erstmal an den Grill und werden mal gucken, dass wir den Bacon vorbraten. So, wir brauchen auch keine Pfanne hier. Wir legen das gleich direkt aufs Rost. Und dann geht das so rund. So, die Burger Patties kann man auch schon mal aufschneiden. Das sind auch selbstgemachte, schön fluffig. Die werden wir einmal ganz kurz noch auf den Rost legen, damit sie einmal ein bisschen angeröstet werden. Ihr könnt sie aber auch richtig schön wabbelig lassen. Die Burger Patties sind sehr dünn. Das hat einfach den Grund, ich habe sie diesmal in einer Form reingedrückt. Es sind auf jeden Fall beides 150 Gramm, das hatte ich sowieso vor. Aber normalerweise forme ich die mit der Hand. Dann haben wir solche Patties, was eigentlich schöner ist, meiner Meinung nach. Ich dachte nur, ich mache es für euch heute mal schön. Also haben wir jetzt gepresste Form. Deswegen kommen die auch erst nach dem Bacon drauf. Der muss erstmal fertig werden. Und wir werden die ganz kurz nur die Flammen küssen lassen. Danach gehen sie in den indirekten Bereich mit dem Käse drauf. Zwei Scheiben pro Patty. Und dann durchziehen lassen. Und in der Zeit, wo die durchziehen, werden wir schon mal unsere Burger zusammenbauen. So. Übersehen können wir den hier schon mal runternehmen. Schöner Bacon. I love Bacon. Ich hätte mir gedacht, wir machen hier so drei Scheiben pro Burger. Wo ich am überlegen bin, wo jetzt am überlegen bin, ob wir sechs Scheiben pro Burger machen. Gut, Burger Patties auflegen. Brötchen nach unten mit der Seite. Die Burger Buns. Und kurz Deckel drauf. Nur ein Minütchen später. Wir machen jetzt schon mal den Käse drauf. Kann hier schön mit schmilzen. So, die Patties können runter. Die sind noch schön warm. So, die
Handrollen runter, genau. So. Die kommen jetzt ins indirekte Zöhnchen. Deckel drauf und durchziehen lassen. So, dann nehmen wir unser Burger Bun. Ein Löffelchen von unserer Soße. Ein bisschen Salat. Was würde Johnny jetzt sagen? Ein bisschen Salat für die Girls oder so? So, ich mache meine Gurken nach unten. So, dann kommt das Fleisch. Dann nehmen wir uns hier 3 Tomatenscheiben. Ein paar Zwiebelringe. Und natürlich Bacon. 1, 2. Komm, alle guten Dinge sind 3, ne? So. Dann nochmal ein bisschen Soße hier drüber. Deckel drauf. Und fertig. Ja, das mächtige Ding, das möchte jetzt natürlich auch probiert werden. Gucken wir, ob wir es in der Hand kriegen. Ich muss das jetzt einfach mal platt drücken. Also einen Mittelschnitt mache ich jetzt nicht, weil ich finde das einfach zu schade gerade. Aber... Mmh. Ohne Scheiß, da darf man ruhig Schwein sein und dann wie ein Schwein essen. Entschuldigung. Ein richtig. Käse hängt am Baum. So. Warte mal. Einmal kurz runterspielen. Mann, Mann, Mann. Käse halt ich. Herr Burger. Ist wirklich ganz simpel. Wird jedem schmecken, denke ich mal. Was mir aber eingefallen ist, was ich euch noch sagen möchte, meine kleine Hamburger Soße, wenn ihr die nachmachen wollt, das Rezept läuft gerade hier unten für euch lang, sie wird nicht jedem schmecken, nicht wenn ihr sie so isst, auf dem Burger in Verbindung mit Fleisch und Gemüse und Gemüse mit Salat und so und allem drum und dran, vertraut mir da mal wieder, sie wird schmecken. Das war der erste Tag in unserer Burgerwoche. Wenn es gefallen hat, Daumen oben lassen. Wir sehen uns morgen. Bis dahin, reingehauen.